Oscar e sono qui in Val d'Aosta a 2 chilometri nel centro di San Verta. Ecco, così spero che hai capito qual è il mio nominativo. Buona giornata anche a te, comunque ben sentito per la prima volta. E ripasso il microfono a te, Gualtiero, HB9 Delta Delta Charlie Italix. Ah, sì, è arrivato un S9 l'ultimo passaggio che hai fatto, Gualtiero. E il primo era un più basso, non so come mai, ma dopo sei arrivato abbastanza bene. A te, Gualtiero. Sì, ritorna a Hotel Bravo 9, Danimarca, Canada, ma sono scherzi propagativi e probabilmente in questo momento la Val d'Aosta non è favorevole, il tuo segnale abituale è oltre i 20, adesso sei appena sul 9, 9, 5, a meno che tu non abbia lì 3x2 in viaggio, ma so che tu lo usi quasi sempre. Ti riprendo per ringraziarvi dell'ospitalità. So, ich habe jetzt mal den Lautsprecher ausgeschalten. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es ist tatsächlich doch jetzt nochmal ein Malahit-Video geworden, weil ich nicht erwartet habe, dass das Gerät doch so schnell wieder bei mir ist. Und deswegen hänge ich das jetzt direkt hinten dran zu den anderen Videos. Dann wird auch die Reihe schön eingehalten. Und zwar, was ihr hier seht, ist ein Malahit China-Klon. Das sind ja alles Klone vom DSP-1. Und ja, euch ist bestimmt was aufgefallen, wo ich den angeschalten habe und auch an der Software, wo ich euch so ein bisschen gezeigt habe eben, dass ja auch hier jetzt die neue DSP2-Software drauf läuft. Ja, ich habe mich doch dazu entschieden, den China-Klon hier umbauen zu lassen vom Jochen Köster. Das habe ich euch ja bereits in meinem letzten Video erzählt über den hier, über den DSP1, über den Originalen. Und ja, das geht natürlich auch mit den China-Klonen, wahrscheinlich nicht mit allen, aber mit den meisten. Hier war das auch etwas umständlicher zu installieren, was die Chips betrifft. Beim DSP1 musste der Audio-Codec-Chip ja nicht gewechselt werden bei mir. Hier bei diesem China-Klon, da war noch der alte Audio-Codec-Chip drin, der musste auch gewechselt werden, plus die CPU. Und ja, aber dadurch konnte ich jetzt hier die angepasste DSP2-Software draufflashen. Ist nicht genau 100% die, wo auch auf dem DSP2 läuft. Das muss man sich immer bewusst sein. Das ist eine angepasste an den DSP1 bzw. an den China-Klon. Und wie ich euch auch schon in den Videos erzählt habe, funktioniert das auch nur mit registrierten China-Klonen, die offiziell bei den OEMs in Russland registriert worden sind mit diesem Registrierungsfreischaltcode für die Frequenzerweiterung. Das hatte ja meine schon bereits gehabt und ja, das funktioniert einwandfrei. Und ihr seht hier DSP2-Software, das seht ihr schon hier an dem Scanner, an den Speicherbänken, dass da jetzt die aktuelle Software drauf ist und Bluetooth natürlich auch. Ihr seht, ich habe das euch gerade gezeigt. Auch der hier funktioniert nun jetzt mit meiner Bluetooth-Box. Natürlich nur, wenn man auch den Bluetooth-Chip einbaut, beziehungsweise das Bluetooth-Board. Das ist ja auch eingebaut worden hier bei mir, bei dem Klon. Und darüber habe ich euch ja auch schon mal ein Video gezeigt, wie man den auch selber einbaut. Das kann man natürlich in die China-Klone genauso machen. Ja, ja, das ist, was mich halt gewundert hat wirklich, ist, dass diese Veränderung, dieser Umbau und auch die Software dazu eine erhebliche Verbesserung und Aufwertung auch dieses China-Klons bedeutet hat. Also einmal läuft die Software wesentlich flüssiger jetzt. Ja, das liegt wahrscheinlich wirklich an diesem ganzen Chip-Upgrade und was weiß ich. So, ja, was mich noch verwundert hat, ist, ich habe es nie hinbekommen, dass bei diesem China-Klon die Cut-Steuerung über SDR Uno einwandfrei läuft. Also es gab immer wieder Aussetzer, dann hat es mal nicht funktioniert, dann ging es nur in die eine Richtung, aber nicht in die andere. Also ich konnte dann vielleicht mit dem PC das Gerät steuern, aber umgedreht nicht. Manchmal war es auch ganz anders darum. Also es hat bei diesem China-Klon nie wirklich richtig funktioniert. Und jetzt funktioniert es. Und zwar, ich hänge mich da jetzt weit aus dem Fenster. Ich muss sagen, sowohl beim DSP1, jetzt nach dem Umbau hier, ja, als auch mit diesem China-Klon läuft die Cut-Steuerung meines Erachtens
ja, fast schon flüssiger wie beim DSP2. Klingt zwar blöd, ne, ist ein neueres Modell, aber ja, das hat extrem viel gebracht, gell? Und ja, super Sache. Und ich denke, ich werde da auch noch ein bisschen was investieren. Das ist ja so ein Plastikgehäuse hier bei diesem China-Klon. Da werde ich mir vielleicht noch ein anderes Gehäuse zulegen und so weiter. Vielleicht auch ein paar bessere Encoder, ja, die stufenlos funktionieren, also rastlos, und damit das alles besser funktioniert. Ja, also wirklich einwandfrei. Also da kann man nicht meckern. Die Bluetooth-Verbindung funktioniert auch recht schnell und gut. Ich schalte ihn nochmal ein. Der müsste ich dann automatisch auch verbinden. Und ja, also wirklich klasse. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ah, ich guardo, ti faccio ripetere il nome nominativo Gualtiero, più facile. Sempre facile, eh? Ciao Gualtiero, stammi bene. Ciao. Bisschen zu laut. Graziano, e ciao Elvio. E saluti anche chi ascolta. Ha bussato qualcuno, ma io non sono. Non voglio capire niente, in caso fallo entrare tu, Gualtiero. Ja, also ihr hört, das klappt ganz gut mit der Bluetooth-Verbindung, ohne Probleme, auch wenn der Lautsprecher mal aus war, an war, der verbindet sofort wieder neu. Ja, ganz klasse. Ich hatte auch mal die Cut-Steuerung beim DSP1 getestet, funktioniert auch wesentlich besser. Ich meine, die hat schon vorher funktioniert bei dem Originalgerät, aber auch nicht so flüssig. Aber wo ich wirklich begeistert, dass jetzt die Cut-Steuerung mit so einem China-Klon funktioniert. Also ja, wer so einen China-Klon irgendwann mal günstig erworben hat, bin ich der Meinung, lohnt sich tatsächlich doch so ein Umbau auch. Man bekommt ein ganz anderes Gerät. Und ja, die Funktionen gehe ich jetzt nicht nochmal alle durch. Klar, die gehen hier wie beim DSP2, beziehungsweise wie beim umgebauten DSP1. Ist alles mal dasselbe. Ja. Das Menü ist dasselbe. Das funktioniert wirklich alles sehr gut. Noise Reduction geht gut an- und auszuschalten. Also der Touchscreen funktioniert auch meines Erachtens besser, auch beim China-Klon. Und ja, ich bin total begeistert. Aber ich zeige euch jetzt wirklich mal die Cut-Steuerung mit SDR Uno jetzt in meinem Fall. Ihr könnt natürlich auch irgendeine andere Software nehmen. Ich nehme halt SDR Uno am liebsten. Und das werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und weil das ja bei vielen China-Klonen so ein Problem war mit dieser Cut-Steuerung. Und ja, das denke ich ist mit diesem Umbau, mit diesem Upgrade und der neuen Software jetzt überhaupt kein Problem mehr. Also wer sich so einen auch günstig mal angeschafft hat, ich denke, da lohnt sich dieser Umbau auch. Man bekommt wirklich ein komplett anderes Gerät. So, ich werde jetzt mal den PC anschalten, werde euch das zeigen, werde mal den China-Klon dann so vor dem Bildschirm halten, damit ihr das dann alles so zusammen mitbekommt, wie das dann funktioniert, und werde das mal versuchen, anständig abzufilmen. Ja, mal gucken, wie das klappt. Gut, ich schalte mal den PC ein und wir sehen uns gleich. Ja, so, jetzt seht ihr hier SDR Uno. Ich habe den Malahit per USB hier mit meinem PC verbunden. Und jetzt zeige ich euch das mal. Ich verändere jetzt mal hier bei SDR Uno die Frequenz. Und dann könnt ihr mal gucken, was auf dem Malahit China Klon passiert. Ja, sie verändert sich mit. Die Cut-Steuerung funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr flüssig, ohne Abbrüche, ohne dass was übersprungen wird. Und ich muss wirklich sagen, mit meinem China Klon hier habe ich es nie geschafft, eine anständige Cut-Verbindung herzustellen. Das geht jetzt wirklich einwandfrei, und ihr seht es auch hier, wie sich die Frequenz verändert. Geht schön mit, ist sehr schnell. Ich gehe mal hier. Ja, das geht wirklich top. Na, natürlich müssen die Schritte dementsprechend gleich sein. Ja, die Steps bei Gerät und bei SDR Uno. Aber das funktioniert wirklich einwandfrei. Die Cut-Steuerung läuft tipptopp. Da kann man nicht meckern. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ihr das seht. Ich habe jetzt praktisch hier nur meine Maus vom PC. Und verändere jetzt mal die Frequenz. Und da seht ihr, wie der Malahit automatisch mitläuft.
Wie gesagt, das ging mit dem Klon überhaupt nicht. Und das geht jetzt wirklich durch diesen neuen Chip einwandfrei. Und auch mit dem neuen Prozessor, der neuen Software, das spielt wirklich tipptopp. Ja. So, jetzt ändere ich mal die Frequenz hier auf dem Malahit und dann guckt ihr mal bei SDR Uno, was dann passiert. Auch in diese Richtung, in umgekehrter Richtung, funktioniert das hier einwandfrei. Wie ihr hier seht, hier oben an der Frequenzanzeige, die läuft dann automatisch mit, sobald ich hier am Malahit was verstelle. Das klappt wunderbar. Auch der neue Audio-Codec-Chip, wo dort eingebaut worden ist, funktioniert tipptopp. Ich mache jetzt mal den Ton an, damit ihr was hört. So, ich mache wieder den Ton aus. Ja, also ich bin da wirklich sehr so zufrieden damit, dass das so gut klappt und dass in beide Richtungen jetzt sozusagen ja die Cut-Steuerung auch hier bei so einem China-Klon einwandfrei funktioniert. Und ja, wie gesagt, die Umrüstung, das habe ich euch ja schon jetzt erklärt in den vorherigen Videos, übernimmt auch der Jochen Köster, auch bei den China-Klonen. Ja, wichtig wäre vielleicht, wenn ihr vorher ein Foto von den Innereien macht, weil ich glaube, es ist noch unsicher, ob das wirklich bei jedem China-Klon funktioniert. Hier funktioniert es. Bluetooth geht, also ein Board ist eingebaut, ein Bluetooth-Board, dasselbe Prinzip wie beim DSP-1. Ja, ich muss wirklich sagen, ich tue den mal hier mit hinlegen, so ein bisschen. Der DSP-1 und dessen China-Klone funktionieren durch das Upgrade jetzt beide wirklich tipptopp. Cut-Steuerung funktioniert auch beim DSP-1 einwandfrei. Ich muss wirklich sagen, also ja, das wertet wirklich die Geräte auf, auch von so einem China-Klon, wo vorher wirklich nur bedingt zu gebrauchen war, muss ich sagen. Aber jetzt natürlich, ja, ist das eine feine Sache. Das ist halt auch ein schönes Gerät für unterwegs, wenn man in den Urlaub fährt. Ja, da, ja, ich sag mal, der kostet ja nicht ganz so viel wie der Original, ist auch nicht ganz so selten. Wenn jetzt wer im Urlaub was passiert, tut das nicht ganz so weh, sag ich mal, wie bei einem Original. Also ist das so als Urlaubsgerät auch für mich, sag ich mal, das Ideale. Und jetzt mit dem Upgrade natürlich noch besser. Also wirklich eine feine Sache. Guckt euch das mal an und ja, es kommt ja noch ein Vergleich zwischen DSP-1 und DSP-2, da werde ich ja dann auch nochmal einen Vergleich machen mit dem upgradeten DSP-1 zum DSP-2. Werde den China-Klon auch mal so ein bisschen dazwischen testen und ja, aber ich bin jetzt schon wieder voll begeistert, dass doch dieses günstige Gerät jetzt so aufgewertet worden ist. Ja, ich werde da auch noch ein bisschen was ins Gehäuse investieren, weil seht ihr das, das ist nicht mehr schön hier. Das ist Plastikgehäuse, das wackelt rum. Das ist natürlich durch das viele Aufschrauben und so weiter, ist das natürlich nicht mehr ideal. Aber so ein Gehäuse, so ein Metallgehäuse, Alugehäuse, kriegt man ja recht günstig schon bei AliExpress oder sonst wo. Und vielleicht werde ich auch noch mal in bessere Encoder investieren. Dann macht das Ganze doch dann schon richtig Sinn. Gut, das soll es mal gewesen sein. Ein kurzes, schnelles Video noch zwischendurch, weil ich halt, ich dachte nicht, dass der noch vor Weihnachten kommt. Ist übrigens der erste China-Klon, der ja geupgradet worden ist. War auch so ein bisschen als Testobjekt gedacht. Und ja, es funktioniert einwandfrei. Bluetooth-Verbindung funktioniert, alles andere auch. Der Scanner und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Gut, das soll es mal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ich würde mich auch über ein paar Kommentare freuen, wenn ihr mal selber so ein paar Erfahrungsberichte postet, wenn ihr solche China-Klone umbauen lasst, wie das bei euch so läuft. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Funktioniert wirklich einwandfrei. Und ja, dann soll es das mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst das Abo nicht, ne? Das Abo nicht vergessen von meinem Kanal, ist komplett kostenfrei und es ist eins der wenigen kostenfreien Abos und ich habe ja schon gesehen, dass doch sehr viele meinen Kanal anschauen, ohne abonniert zu haben
Und ja, das wäre doch mal eine nette Geste, wenn ihr einfach ein Abo da lässt. Kostet euch nichts. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.